Von alters her bildete der Thüringer Wald eine natürliche Barriere zwischen Main und Saaletal. Sie zu überwinden, war stets eine Herausforderung an den Menschen. Dass schon sehr frühzeitig ein Austausch von Waren zwischen Süden und Norden stattgefunden hat, beweisen zahlreiche Funde in den Siedlungsgebieten rechts und links des Gebirges. Bei der Überquerung orientierte man sich an den natürlichen Gegebenheiten. Die Menschen nutzten Höhen- und Kammwege, vermieden die Täler soweit es ging, da sie häufig versumpft und deshalb unpassierbar waren. Dafür nahmen sie starke Steigungen und gefährliche Gefälle in Kauf. Mit der Herausbildung des Königtums und der Entstehung weltlicher und kirchlicher Machtzentren sowie der Städte jenseits des Thüringer Waldes entwickelten sich vermutlich entlang der alten Pässe regelrechte Verkehrswege. Kleine Wallanlagen im Gebirge, wie hier im Reichmannsdorfer Forst, aber auch die Laubesburg am Eingang des Arnsbachtals oder Burg Kombühl bei Lichtenhain, deren Standorte heute nicht mehr eindeutig im Gelände auszumachen sind, gehörten wahrscheinlich zu einem Burgensystem, das der Sicherung der Straßen diente. Eine dieser bedeutenden Gebirgsstraßen, mal als Kupfer-, Juden-, Handels-, Geleit-, Sattelpass- oder Heeresstraße bezeichnet, führte durch diese Region. Sie war über Jahrhunderte die Lebensader der Anliegergemeinden und der Stadt Gräfenthal. Vermutlich wurde der Gebirgspass schon im 9. und 10. Jahrhundert genutzt, als man einen vorgeschobenen Stützpunkt im Grenzbereich zu den Slawen in Saalfeld errichtete. Der Saalfelder Königshof bzw. die spätere Pfalz der Ottonen wurde ein wichtiger Etappenort zwischen Süden und Norden des Reiches, zwischen Italien, Bamberg, Merseburg und Magdeburg. Bekannt ist, dass im Jahre 951 Liudolf, der Sohn König Ottos I., vorzeitig das Heer in Pavia verließ, um in